Ja, hallo, herzlich willkommen bei PPOT. So, liebe Leute, ja, ich habe gerade das Video zur McGuire's Tasche abgedreht. Und da drin habe ich die Tasche so ein bisschen aufgepimpt mit einem schönes Teil. Ich denke mal, so für manche ist das vielleicht interessant, für manche, die sagen, nee, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Also schaut einfach mal in das Video rein, dann wisst ihr auch, worum es geht. So, heute, ja, jetzt im Nachhinein sitze ich hier wieder in dieser kalten Garage. Und ja, und wollte mich ganz herzlich bei euch bedanken, jetzt über das ganze Jahr. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ich wollte einfach mal euch nochmal den Dank aussprechen, dass ihr mir so weit die Treue gehalten habt. Das Besondere daran ist halt, wir marschieren so langsam auf die 1500er Marke, beziehungsweise Abonnentenmarke an. Und wir stehen jetzt gerade bei 1425 Abonnenten. Und mein Wunsch wäre es noch, letztes Jahr saß ich auch schon mal so in dieser Situation, bei 1000 Abonnenten haben wir es gerade so geschafft, übers Jahreswechsel über 1000 zu bekommen, die Marke zu erreichen. Und heute oder dieses Jahr möchte ich noch die 1500er Marke erreichen, damit ich nächstes Jahr mit vollem Elan weitermachen kann. Ja, Road to 1500 werden wir dieses Video dann betiteln, sage ich mal, und ihr und euch bitte ich um Hilfe. Alle, die noch kein Abonnent bei mir seid, bitte schließt ein Abonnent ab, so erreichen wir auch schnell die 1500er Marke. Und als Dank, als dein Ansporn, sage ich mal, möchte ich euch ja was beschenken, sage ich mal, auch jetzt zum Jahreswechsel, zur Weihnachtszeit. Möchte ich euch beschenken mit dieser McGuire's Tasche, nicht diese, die hier steht, die behalte ich für mich selber, die ist ja schon gefüllt, schon benutzt, sage ich mal. Nein, ich habe für euch noch eine frisch eingepackte Tasche. So, hier. Hier habe ich für euch eine frisch eingepackte Tasche, die möchte ich euch, ja, die möchte ich an euch verlosen. Für die Leute, die mein Video gesehen haben zu der Tasche, ja, da fehlt ja ein Teil, ja klar, sicher. Da fehlt da was. Natürlich, das darf nicht fehlen, natürlich. Darum ging es ja auch in dem Video teilweise mit. Wir haben die Tasche oder ich habe sie da ein bisschen wasserdicht gemacht. Ich habe euch mal so einen Trick oder wie auch immer. Habe ich euch mal gezeigt. Ihr kauft euch hier so einen Pflanzenuntersetzer hier, schon für Balkonkästen oder wie auch immer. Und die passt genau in der Tasche rein, ist wohl ein bisschen schmaler, aber schaut mal in dem Video rein. Da habt ihr so ein bisschen zumindest schon mal die Tasche wasserdicht gemacht. Was wollt ihr mehr? Und diese zwei Sachen, ja, dieses verlose ich. Voraussetzung ist Einsendeschluss bei 1500 Abonnenten, also wenn ich den 1500er Abonnenten begrüßen darf, dann ist Ende vom Gewinnspiel. Ihr müsst euer Profil auf Öffentlichkeit stellen. Also ihr müsst mal gucken in der Profileinstellung, ein paar Häkchen machen. Ihr müsst das Video kommentieren, einen freundlichen Satz mal reinschreiben, irgendwas Persönliches, wie auch immer, oder ja, macht was, schreibt was. Und dann schreibt ihr noch dazu, was ihr gewinnen wollt, ob ihr die Kunststoffwanne da mit haben wollt. Vielleicht ist da der ein oder andere dabei, nee, die brauche ich nicht, die möchte ich nicht oder wie auch immer. Könnt ihr euch auch entschließen und dann, oder mir nachher, der Gewinner kann mir das ja auch persönlich nachher zuschreiben, ob er das Ding haben möchte dazu oder nicht. Aber es ist immer eine schöne Idee, um das mal selber mal auszuprobieren, als immer ein Video zu sehen. Dann kann derjenige dann auch ein bisschen von der Praxis erzählen, ob er das gut findet oder ein bisschen oder nicht so gut. So, dazu da, zu den Regeln, die ihr einhalten müsst natürlich. Die muss ich eigentlich stellen. Auch bei YouTube muss man sowas, bei Gewinnspielen muss man sowas dann ausdrücklich sagen. Und natürlich, ja, ich darf euch als, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, als Gewinner dann in einem separaten Video nennen dürfen. So, der Gewinn, den habe ich ausschließlich ich selber bezahlt von meinem Geld, von meinem hart verdienten Geld. Ich habe keinen Sponsor hinter
im Rücken, der mir das alles zur Verfügung gestellt hat oder so. Oder hier McWires, dass sie mir jetzt die Tasche zugeschickt haben und gesagt haben, du kannst sie verlosen, weil du jetzt 15 Abonnenten bekommst oder so. Nein, das ist persönlich, kommt von mir, aus meinem Herzen kommt das raus, das möchte ich an euch verlosen. Ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen irgendwie was zuschicken, das wird doch zu teuer. Ne? Also einen möchte ich gerne rauspicken. Deswegen kommentiert alle fleißig, dann habt ihr auch vielleicht die Chance. Und die größte Chance ist, wenn ihr euer Profil auf Öffentlichkeit stellt. Nämlich so fallt ihr schnell durch die Raster, das habt ihr im letzten Gewinnspiel auch. Da haben von 20, waren nachher 7, 8 Leute, glaube ich, nachher in der Endrunde zum Auslosen. Ja, das dazu. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr für den Gewinner hier. Und dann sehen wir uns bei der Auslosung. Wer weiß, vielleicht wird es ja noch dieses Jahr oder vielleicht erst nächstes Jahr. Mal schauen. Dann wünsche ich euch, wenn wir uns dahin nicht mehr sehen oder hören, wie auch immer, aber da kommt noch was. Ja, schöne Feiertage. Ja, lasst euch nicht unterkriegen von Corona. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Vielleicht mit 1500 Abonnenten oder auch mehr. Vielleicht schaffen wir ja noch mehr bis zum Ende des Jahres. Das sind ja noch ein paar Wochen. Und dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Tschüss, euer BBOffering Prayer Point. Macht's gut. Tschüss.